So Leute, da sind wir beim nächsten Video. Und ich habe wieder ein Opening. Secret Layer Drops Draw Your Hand Traditional Foil Edition. In Foil. Normalerweise kriege ich immer welche in Non-Foil, weil alle Leute um mich herum Foil hassen. Es gibt so ein paar Ausnahmen. Danke für die Spende. Und gucken wir uns mal an. Ich kann mich noch grob erinnern, das sind die, die ich so wirklich strange fand, weil ich die nicht lesen konnte. Und ich bin gespannt, was wir jetzt davon haben. Erstmal dieses, was sie mittlerweile echt schön gemacht haben, teilweise dieser Karton. Auch nur Müll. Und tatsächlich Pappe. Es ist tatsächlich wieder Pappe. Zwischenzeitlich haben sie aufgehört, diese Pappe zu machen. Dann war es wieder Pappe und jetzt ist es wieder Pappe. Bin ich mal gespannt. Gucken wir uns mal an, was wir haben. Das ist, Gott, was ist das denn für ein Foiling? Das ist ja strange. Also sieht geil aus, so ist es nicht, aber was ist das denn für ein Foiling? Das ist, jetzt muss ich raten, eine Eldrazi-Conscription. Das ist die Aura, die +10/+10 Trampel und Annihilator 2 gibt. Spannend. Sind sogar einigermaßen gerade, aber ich glaube, die sollte man keine 10 Sekunden hier draußen liegen lassen. Ach du Scheiße. Da haben wir die Bruna. Light of Alabaster, Legendary Creature, Angel. Hier ist der Texteffekt, da sind die Mana-Symbole, da ist der Name, da ist der Kreaturentyp. Großartig. Oder so. Dann die Counterbalance, das ist eine richtig geile Karte. Also die finde ich tatsächlich cool. Auch wenn ich 1000 Jahre lang gebraucht habe, um zu verstehen, dass hier die Mana-Kosten sind. Da ist der Kartentyp, hier ist der Name und da ist der Effekt. Aber es ist ein geiles Artwork. Kann man einfach sagen, was man will. Es ist einfach ein schönes Artwork. Dann haben wir noch einen Divining Silence. Das kann man leicht erkennen. Das Mana allerdings auch da mit Enchantment. Mit einem Phyrexiana drauf. Das ist auch eine sehr, sehr hübsche Karte. Okay, das ist wirklich schön. Uff. Ja, so prinzipiell finde ich die ganz schön, aber ich habe es jetzt keine 2 Sekunden, ja, so 2 Minuten aus dem Ding und die sind schon anfangen zu cool. Dementsprechend muss man damit auf jeden Fall was machen. Das Foiling ist sick. Das muss man sagen, das Foiling ist wirklich, wirklich sick. Gut, gucken wir uns an, was die Hidden Karte ist. Und es ist ein, okay, es ist ein Sliver, es ist ein Miss Merrick Sliver, 4 Mana, 2/2, alle Sliver haben, wenn der Spielfeld kommt. Fate Seal 1. Was ist das denn für ein Quatsch? Was ist das denn für ein Quatsch? Manchmal sind ja auch coole Karten drunter. Ich habe, glaube ich, noch nie was anderes außer die Standardsachen gezogen, die da drunter waren. Weiß gar nicht, ich habe einmal Boots gezogen. Ja. Ja, soviel zum Secret Layer und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.